Hallöchen, meine lieben Puzzle. Ich bin's nochmal, eure Puzzle. Ja, ihr Lieben, ich habe ein ganz tolles Geschenk bekommen. Ich nehme euch mal ein Stück runter. Und zwar von meiner lieben Marina. Sie ist einfach eine großartige Künstlerin. Und ich hatte ja schon mal ein paar von ihren wundersüßen Trollis bekommen. Und die habe ich ja dann so schön angezogen. Und ich habe dann, ich glaube, Bastelmariechen hat einen von mir bekommen. Und 3 Stück sitzen bei mir hier noch. Und ich möchte jetzt gerne mal zeigen, ihr Lieben. Ich finde es einfach nur gigantisch, dass die liebe Marina an mich gedacht hat. Und sie hat die alle schon vorbereitet, ja. Also das ist alles Handarbeit. Ich muss mal eben vorsichtig machen. Hier fehlt eine Hand, das macht aber nichts. Das kann ich dran modellieren, das ist überhaupt kein Problem. Ich zeige euch mal diese kleinen, wundersüßen Gesichter, ja. Also sowas von süß. Oder hier ihn, ja. Die sind alle unterschiedlich, das sind alles verschiedene Wesen. Ja, jeder hat seinen eigenen Charme. Und ich bin ja für mich, also mir fällt das schwer, so kleine Köpfe, so kleine süße Gesichter zu machen. Mir fällt das einfach schwer. Und die Marina, die hat eine Puppenstube zu Hause, also könnt ihr euch nicht vorstellen, die es noch nicht gesehen haben. Also oh, mit allem drum und dran, mit kleinen Ofen und oh mein Gott, so richtig schön. Und guckt euch das mal an. Hier ist so ein bisschen so ein älterer Geselle. Ja, also eins schöner wie das andere und jeder hat so seinen eigenen Charme, ja. Also unglaublich. Liebe Marina, dafür danke ich dir natürlich, das weißt du. Und ganz, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Also das ist ein Geschenk, bis ihr da. Sie hatte sie, glaube ich, verlegt gehabt irgendwie, sagte sie mir mal. Und irgendwie hat sie jetzt wiedergefunden. Und da hat sie an mich gedacht. Und sowas berührt mich immer ganz, ganz, ganz dolle. Richtig, richtig süß. So viele. Und ich wollte mir ja gerne so eine Elfenwelt bauen, also so eine Trolley-Elfenwelt mit Wald und so. Aber ich habe ja gar keinen Platz dafür, Leute. Fällt mir gerade mal ein, ne? Ich habe ja gar keinen Platz mehr dafür. Ich hätte ja überhaupt keinen Platz mehr, sowas zu bauen, ja. Traurig eigentlich, na gut. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde die ja so, so goldig, ne? Also, ist sowas von zuckersüß, ja. Hier hat sie schon angefangen zu filzen. Ja, und ich werde die natürlich alle anziehen, ne? Die kriegen von mir alle Kleidung. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Und ich finde die einfach toll. Und da hat sich hier noch so eine Anleitung, ja, wie man die Kleider macht. Wie man die Haare macht. Alles auf Deutsch. Ja, und wie man das eben verfilzt und... Ich finde es toll. Ne? Ich finde es richtig, richtig toll. Ja. Da habe ich mich so gefreut drüber. Ja, und hier ist eben noch die Karte, ne? Wie sie aussehen könnten. Das, ne? Zwergenpaar ist das eigentlich, aber das sind für mich Trollis. Ne? Eindeutig Trollis. Und die werden auch mit Trollis angezogen. Kann man sich ja hier auch abgucken, ne? Ein Troll hat vielleicht auch mal so ein oranges Oberteil an oder was, ne? Mal gucken, wie ich es mache. Und, ja, so viele brauche ich natürlich nicht, ne? Und ich möchte gerne, ja, mal 1, 2, 3, 4, 5 davon abgeben, ne? An liebe Abonnenten natürlich angezogen, ne? Ja. Und ich habe im letzten Video, das lade ich ja gerade hoch,
Da habe ich euch eine Frage gestellt, da geht es um eine Blume oder um drei Blumen. Wäre ganz lieb, wenn ihr mir die beantworten würdet. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann guckt mal auf dem vorletzten Video. Und da stelle ich in dem Video eine Frage. Ihr Lieben, ich freue mich ganz doll, Marina. Das ist für mich ein richtiger Schatz. Guck mal, wie das aussieht, wie das hier in meiner Hand, wie so ein Blumenstrauß, ja? Alles voller Drollis. Ich liebe diese Idee und ich liebe auch deinen Stil. Die hast du wirklich unglaublich schön gemacht. Unglaublich. Und jedes anders, ja? Und wie toll du das modelliert hast. Also, da bin ich noch weit von entfernt. Ich modelliere halt anders, ne? Aber das hast du klasse gemacht. Einfach klasse. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich melde mich auch bei dir. Bis dann, eure Pilzfussel.